Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Golland, in Ihrem Antrag haben Sie sehr viele Zeitungsartikel zitiert. Also erstmal finde ich es schön, dass Sie so regelmäßig Zeitung lesen. Ich möchte auch den Qualitätsjournalismus hier in Nordrhein-Westfalen nicht sehr in Frage stellen, obwohl, seien es mir erlaubt, den ein oder anderen Artikel, wenn hier wieder irgendwelche internen Papiere aus der Polizei herausgetragen werden, ob das wirklich der Sache dient, möchte ich bezweifeln. Aber ich möchte hier natürlich den freien Journalismus in NRW nicht in Frage stellen. Aber, Herr Golland, die Erkenntnisse für die parlamentarische Arbeit jetzt nur aus den Zeitungslektüre zu gewinnen, finde ich doch vom Anspruch hier an der Arbeit im Parlament etwas wenig. Hilfreich wäre es vielmehr für die Debatte, wenn Sie die zahlreichen Antworten auf die zahlreichen kleinen Anfragen, die Sie hier stellen, auch mal lesen würden oder dann den Berichten, die Sie immer wieder im Innenausschuss stellen, dann auch im Innenausschuss mal zuhören würden. Ich habe sie mir mal rausgesucht. Kleine Anfragen vom 19.12.2013, vom 31.08.2015, vom 21.12.2015 und vom 23.12.2015, sich alle mit dem Komplex beschäftigt haben. Im Innenausschuss haben wir uns mit dem Sachverhalt beschäftigt. Am 27.08.2015, im Oktober 2015, am 19.11.2015 und zuletzt am 24.11.2016. So, und wenn man denn A zuhören würde, Herr Golland, und B lesen würde, auch diese Dokumente, die da ja alle vorliegen, käme man zu folgenden Erkenntnissen. Erstens, die Antwort auf die Problembezirke, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, und auch noch mal, das leuchtet hier niemand, dass wir in bestimmten Städten Problembezirke haben, sind Präsenz, ein ganz klares Präsenzkonzept der Polizei, unterstützt dann im Einzelfall eben auch durch die Bereitschaftspolizei. Zweitens, konsequentes polizeiliches Einschreiten und Strafverfolgung, das, was Sie hier beschreiben. Man kann auch neudeutsch Zero Tolerance dazu sagen. Und drittens, dass selbstverständlich die kriminellen Familienclans, die Sie hier immer wieder als Kriterium für ein Lagebild einfordern, dass sich das aus polizeilicher Sicht verbietet, hierzu ein eigenes Lagebild zu machen. Denn die alleinige Zugehörigkeit zu einem Familienverbund ist an und für sich sozusagen ja, ist kein Kriminalitätsphänomen, und die Lagebilder orientieren sich an Kriminalitätsphänomenen und im Bereich der organisierten Kriminalität dann eben auch an dem Vorhandensein von Bandenstrukturen. Und deswegen finden sich selbstverständlich aus diesen Gruppierungen auch immer wieder Strafverfahren im Lagebild auch der organisierten Kriminalität wieder. Deswegen bedarf es so einer Definition nicht. Und abschließende Bemerkung, auch aus diesen zahlreichen Debatten, die ich gerade angeführt habe, es gibt keine rechtsfreien Räume in Nordrhein-Westfalen. Und wenn Sie, nehmen wir mal an, Sie lesen jetzt die kleinen Anfragen nicht, wo das alles auch widerlegt ist, und nehmen wir mal an, wirklich, Sie möchten es nur aus der Zeitung, dann vor einigen Tagen stand es auch tatsächlich in der Rheinischen Post ein Interview mit Frank Richter, ehemaliger GdP-Chef, jetzt Polizeipräsident in Hagen, der ein Interview auch in der Rheinischen Post gesagt hat, es gibt keine, bitte? Entschuldigung, in Essen, vormals in Hagen, der gesagt hat, es gibt keine rechtsfreien Räume. Wir haben Bezirke in Nordrhein-Westfalen, ich zitiere Frank Richter, nicht den Innenminister, vielleicht glauben Sie es dem. Wir haben Bereiche in Nordrhein-Westfalen, wo wir anstatt mit einem Streifenwagen dann mit zwei Streifenwagen reinfahren. Ich ergänze, wir haben in Duisburg und anderswo alles berichtet, auch Bereiche, wo die Bereitschaftspolizei hier die Präsenz der Streifenpolizisten unterstützen. Ja, sagt Frank Richter, die haben wir,
aber es gibt keine Räume, in denen Polizei nicht reingeht. Und das ist das, was No-Go bezeichnet. Nein, die gibt es nicht. Und es gibt auch keine Straßen, so wie Sie in Ihrem Antrag hier suggerieren. Es gibt keine Straßen, in denen Bürger angeblich nicht mehr reinfahren können, weil sie dann sofort überfallen werden. Auch die gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht. Nehmen Sie das abschließend zur Kenntnis. Die Sicherheit ist in Nordrhein-Westfalen bei Rot-Grün in sehr guten Händen. Und ich hoffe, dass das auch weiter so bleibt.